Ding das Dynamit wieder hin, damit ich das wieder einsammeln kann. Bei Bedarf. Sofort. Ja, warte, ich mach gerade dieses Ding noch fertig. Leiterplatte, Uhr, Klebeband, Münzen. Schlafenszeit. Ja, ich komme jetzt. So. Tischchen, da kommt da hin. So, Schläfchen? Peter, unsere ehemalige Nachbarin Melanie ist heute Mutter geworden. Ja, schön für sie. Sinja Samantha. Oh, bitte! Oh! Ja. Warum sollte man sein Kind auch lieben? So, ist mein leckeres Bein fertig. Ist bei euch auch die komplette Anzeige weg? Meinst du, was welche Anzeige meinst du? Ich habe weder Hunger noch Durst noch sonst irgendwas. Mir werden hier die Knochen nicht angezeigt, die ich dann noch reinlegen könnte. Ich sehe quasi gar nichts. Ich sehe nur meinen Bogen und habe ansonsten komplett. Also meine Anzeige ist noch da. Mir geht's eigentlich auch normal. Wenn ich rausgehe, musst du mich dann nochmal einladen? Ja, klar. Dann gehen wir alle nochmal eben raus. Müssen wir, glaube ich, oder? Wir speichern alle jetzt hier mal. Also ich konnte jetzt auch nicht nochmal speichern. Oh, ich speichere jetzt für uns. Aber du hast ja vor Pen gespeichert, oder? Ja, ja, klar. Disconnecten wir kurz. Und dann kommen wir wieder zurück. So, mehr Spieler. Horst. Boah, Tag 30 schon. Ja, jetzt sind die 100 Follower voll, wa? Nee, 99, glaube ich. Aber. Irgendwie buggt die Anzeige. Die aktualisiert sich immer nicht mehr von alleine und das nervt mich so ein bisschen, aber naja. Hm. Wenn man halt auch keine Moderatoren hat und kein Regie-Team, dann. Ja, passiert sowas halt, ne? Aber Verena ist doch jetzt zu Hause. Ich glaube, die wird dir mal den Hals haben, du. Gute Idee, die hätte da auch voll Bock drauf. Peter, sagt ihr das? Hä? Sagt ihr das? Hey du, willst du nicht auch Teil vom Team Asaro 13 werden? Ich glaube, mehr Team kann man nicht sein. Kommt zur Armee, haben sie gesagt. Sieh was von der Welt, haben sie gesagt. Ja, und siehe da. 24/7 Jahre am Schreibtisch rumhocken. Ja. So, jetzt bin ich mal so vermessen und werde einfach die Kettensäge ausrüsten. Sei so vermessen. Wir haben Notfall ein Dorf, wo reichlich Sprit zu finden ist. Wir haben die moderne Axt ja auch noch. Nice. So. Hab ich ja ganz vergessen. Okay. Fernen. So, ich bin übrigens wieder sehend. Sehr gut. Ich fahr mal mit dem Schlitten Richtung Bäume. Ja, ich komm dir hinterher.
ohne Licht. Alter, geil. Ich nehme dann den zweiten Schlitten mit. Ach ja, hätte ich auch machen können. Verzeihung. Ach. Das ist normal. Das ist der Tonfall, den sie mir gegenüber anschlägt. So, weißt du, da so nach dem so vorwurfsvoll. Ich nehme mal den zweiten Schlitten mit, ne? Ja, ja, ist klar. Ja, aber sind wir Scheiße gebaut. Da sind Brenner. Wir immun gegen, weil wir raffen das ja nicht, ne? Also wir raffen ja die Anklage nicht, die sich da verbirgt. Die haben alle Fallen ausgelöst. Oh. Es hängt aber nichts drin. Ich stell die mal alle wieder auf. Let's go! Du musst die Kettensäge auch bewegen, ne? Also. Peter, ich bin Kettensägen-Experte. Okay, ich dachte, du machst einen Stahl. Ich bin Mr. Kettensäge. Ja, eigentlich ja, aber ich bin der Spezialist für Kettensägen bei uns im Betrieb. Ist das so? Nein. Nein. Du musst den Patrick fahren, der arbeitet bei Stiel. Boah, geil. Wir haben ein Stielwerk hier in der Nähe. Da arbeiten recht viele Leute. Meine Nichte arbeitet auch bei Stiel in der Produktion. Da kriegst du ja gut Preis, würde ich sagen, wa? Ja, würde ich wahrscheinlich auch sagen. Achtung, Baum. Genau gefallen, wie ich es geplant habe. Hast du mal richtig Gerät an der Hand? Nein, Peter ist weitergezogen. Peter! Achtung, Baum, Daniel, Vorsicht. Was? Einfach, wenn man hier einfach zu schnell abholzt. Wir wollten nicht den ganzen Wald schänden. Aber das geht so schnell. Das stimmt. Das ist schon. Baumfeld, weg da! Peter, wir müssen erstmal. Hallo, wir müssen erstmal wieder zurück! Lass doch die Bäume erstmal nachwachsen! Baumfeld! Ja, wir haben unten auch noch ein Hausboot stehen. Und ich sehe unsere Ureinwohner wie so ein Tränchen so langsam so der bleichen Wange hin. Weil bisher war es noch in deiner moderaten Geschwindigkeit, was wir hier abgeholzt haben. Jetzt ist hier Akkordarbeit angesagt. Und sie wollten ihrem Nachwuchs noch das Klettern auf Bäumen und das Springen beibringen und jetzt geht es einfach nicht mehr. Kann ich denn? Ne, hatte ich schon mal probiert, ne? Holz auf der Schulter und Schlitten ziehen? Nein. Das wäre echt unrealistisch. Dieses Spiel ist doch für seinen Realismus bekannt. Das ist richtig, das ist richtig. Das haben die Entwickler auch gedacht. Konnte ich da jetzt noch langfahren? Doch eigentlich Mitte, oder? Hier. Schon dann oben rum. Ja. Ja, ich kann es nicht so gut sehen. Genau. Oben rum. Jetzt nach rechts. Peter, der Fallenfetischist hier. Du würdest übrigens auch mit der Baumfalle deinen Spaß haben, wenn man hier noch Bäume hätte. War das hier durch? Nee, außenrum. Alter, ich bin da fast reingefahren, super. Wo ist denn der Minenverzeichnungsplan? Aber wie heißt das? Minenverlegeplan, ja, so war's, ja, das war's. Schon wieder dunkel? Müsste eigentlich nicht sein, oder? Weil wir haben auch relativ spät, auch sind wir erst eingeschlafen. Lange geschlafen. Das ist das Problem. Jetzt müssen wir immer die Nacht durcharbeiten, durchmachen quasi.
Nein! Muss mehr bauen. mehr Pläne erstellen. Noch unnützeres Zeug hier. Was könnte man denn auf dem Dach noch installieren? Geiles. Ein Baumhaus auf dem Dach? Baumhäuser haben keine Zukunft, weil keine Bäume mehr da sein werden. Das ist richtig, ja. Ein Parkhaushaus. So, ich komme dann mal langsam Richtung Heimat. Hier wird es langsam düster im Busch. Wollen wir eine Blockhütte auf dem Dach haben? Warum? Oh, ein paar Millionen! Ja gut, frag nicht. Solche Fragen darfst du nicht stellen. Ach so, ja, die muss ja auch. Ich bin mal eben kurz nicht am Platz. Also okay. Ja, die Johanna hatte sich für ein paar Minuten DSS mit angesehen und ist dann auf der Couch eingeschlafen und die müsste jetzt dann halt runtergetragen werden. Wieso kann ich nicht? Schade, kann ich nicht. Wollen wir ein Pavillon vorm Haus haben? Ah! Mit Stützen, geil. Richtig unnötig. Ey, ich mach's nicht. Keine Sorge, ich mach's nicht. Aber ich geh mal eben ins Haus, sicherheitshalber. Was sagt denn die Schlafsituation? Super. Gehen wir schlafen. Was? Ja, warte, lass mich doch eben gerade hier noch die. Es hat jetzt heute in Game auch nicht geregnet, oder? Peter, nimmst du das Fleisch bitte noch mit? Ich kann nicht mehr tragen. Mhm. Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wir haben die perfekte Stelle in dieser Welt gefunden. Ja, ist schon gut. Lässt sich vor allem auch sehr gut verteidigen. Guck mal. Ich habe eine Trophäe an den Kamin gehängt. Kann man jetzt pennen gehen, Sarah? Ja, lass mich gucken. Problem ist, Daniel und ich, wir können schon lange, nur du nicht, weil du später eingeloggt hast. Nein, immer noch nicht. Sollten wir dann hier speichern, alle nochmal ausloggen und einloggen, dass wir da alle auf demselben Stand sind, oder? Wir können uns einfach nach Sarah richten. Gut. Denke ich. Also auf der Uhr wäre es jetzt 10 vor 12. So gammeln wir hier nämlich hier mal die halbe Nacht rum. Mir ist das tatsächlich egal. Wir können jetzt auch speichern und. Ja, wir machen den nächsten Tag jetzt noch. Kann nicht mehr so lange dauern. ...325 Stoff, geil. Ja, habe ich auch. Nee, das geht. Okay, das nicht. Alles klar. Es stürmt draußen sehr, oder?
Wie lange noch, Sarah? 5 Minuten. Also, es wäre jetzt 5:12 von der Anzeige her. Verdammt, mir fehlt meine. Die Kassette 1 fehlt mir in meiner Best-of-Sammlung. Und 3. 1 und 3. Wieso habe ich keine Uhren mehr? Also ich habe nur 1 und 5. Du hast die 1? Mhm. Verdammt! Ich habe 5, 4 und 2. Ha. Ach ja, man kann ja die geilen Timmys Zeichnungen kann man ja an die Wand irgendwo nageln. Ja, muss aber Rahmen für bauen, ne? Ach so, Stockrahmen? Glaube ich schon. Ja, so geil sind die auch nicht, dass man da jetzt Ach ja, wir sollten die Vogelhäuser auch mal wieder abgrasen. Mhm. Ist jetzt gleich jeden Moment soweit. Bitte. Ja, ich muss auch warten, also ich weiß nicht, warum Peter so früh da rein konnte. Okay. Echt, jetzt musst du auch warten? Ja. Jetzt. Leute, ich habe keine Zeit, ich habe Bäume zu fällen. Ist klar. Also mehrere Vogler sind wohl abgreifbereit. Ich habe noch 69 Federn, das wird wohl reichen. Nein, jetzt habe ich die Heckenkirschen gegessen. Direkt in Heidelbeeren waren. Naja, aber ist auch dann eine Art von Immunisation. Scheint eine ruhige Nacht gewesen zu sein. Die Fallen haben auch nicht ausgelöst. Wir haben uns hier echt ein schönes autarkes Zuhause gebaut. Bin so ein bisschen stolz auf uns. Ne, wie schön. Müssen wir nur noch Insel-TV haben, alles wäre gut. Keine Sorge, wir essen noch ein paar Beine, dann führen wir Puppenspiele auf. Stimmt. Schnitzen uns eine Ersatzfamilie aus Holz. Benutzen wir die Leichen als Marionetten. Warum liegen eigentlich die ganzen Baumstämme hier so vor der Hütte? Weil ich die nicht brauchte und aber den zumindest einen leeren Schlitten wieder mitnehmen wollte. Ach so. Ja, das stimmt. Wie viele Baumstämme brauchst du denn noch, Peter? Nicht mehr viele. Bin gleich fertig hier. Noch 6. Die habe ich recht denn hier schnell ein Holzlager hier ein kleines auf der Insel machen. Aber wir haben ja Platz ja hier, ne? So. Ah, wieder Stöcke, weißt du? Das ist halt die Mangelware schlechthin, Stöcke. Schieße das Reh mit einem brennenden Pfeil und es läuft weg. Oh.
Das hatte ich noch nicht. Was hattest du noch nicht? Dass ein brennendes Reh auch wegläuft. Ja. Das will die Flammen nicht ersticken, damit es schön durch ist. Weißt du, durch den Fahrtwind. Melde Gehorsams Hausboot fertig. Oder können wir ja bald auf große Wanderschaft gehen. Aber da muss man ein Bett reinbauen tatsächlich noch. Irgendwie. Ja, wir brauchen Rehfell, ja. Da müssen wir nochmal Animal Kingdom abgrasen, oben am Strand vorbei und dann Rehe jagen gehen. Können wir ja machen. Das ist ja, gehen wir zu dritter mal los. Ja, ich würde auf jeden Fall zu dritt gehen, weil da ja auch schon mal Muties und andere Patrouillen rumeiern. Muties, ja, genau. Hier steht ein voller Schlitten. Wo ist die Sarah denn? Sarah sucht gerade dieses liebevolle kleine Reh, das mir jetzt, das weiß ich nicht, wie vielte Mal durch meinen Pfeil weggehüpft ist. Irgendwann wird's persönlich. Ich kenne das. Peter, gehst du schon jagen? Ich gehe mal in die Richtung. Wenn ich irgendwas sehe, laufe ich schreiend weg. Also hier liegen die verwaisten Schildkrötenpanzer. Was machen die Schildkröten? Sie latschen direkt daneben ans Land. Da fragt man sich, wie die so alt werden können. Das stimmt. Ja gut, nicht auf dieser Insel. Ich glaube auch, weiß nicht, Schildkrötenfleisch schmeckt auch gar nicht mal so geil, glaube ich, oder? Kann ich dir nicht sagen, habe ich noch nicht probiert. Würde ich mich auch ein bisschen gegen wehren, weil Schildkröten halt, ne? Also von wegen wenige und... Ist das so? Ich weiß es nicht, also... Ja. Bestimmt. Ist bestimmt so. Ich glaube, wir haben alle Rehe im Umkreis von 3 Kilometern getötet, bis auf das, dass sie steht. Nein, wir brauchen noch hier Fellbezug für unsere Couch. Ich hab wieder eins. Und dafür schreit hier irgendwas anderes mich an. Zu Recht. Wer unfair spielt, muss ermahnt werden. Wollen wir einen separaten Beinständer vielleicht noch? Bauen. Ich esse die doch schon immer weg. Ist das so? Ja, aber ich will die blutige Seite, Mann. Oh, Junge. Ich will der Irre sein, der euch irgendwann alle tötet. Toll. Gute Aussichten. Ich glaube, ich brauche wirklich ein Blockhaus hier auf die Nachbarinsel, auf der Nachbarinsel. Ja, nur mit einer Seilrutsche. Weißt du, wo du den Irren abends abstellst? Tagsüber darf er arbeiten und nachts wird er weggesperrt. So eine Leine, weißt du, wie so ein Zombie, so ein Kettenzombie gehalten, so. So ein Kettenhund. Oh, da ist noch ein Reh. Sarah ist immer noch sehr konzentriert auf der Pirsch. Ja, aber mittlerweile auch Richtung Animal Kingdom. Ich habe ein zweites Reh getötet. Ich habe ein zweites Reh getötet. Aber wir brauchen ganz viel Reh. Ich will nicht mehr auf dem harten Holz sitzen. Was? 5 Einheimische. Quasi zwischen uns. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Jetzt müsstest du mich sehen. Ich bin gerade aufgestanden. Ich laufe jetzt einfach wieder runter Richtung Wasser. Ja. Ich befürchte, ich brauche mal so einen Stock,
Stocksäckel. Gib mir auch einen Keks immer nur so. Warte, ist das, kann man das nicht aus Hasenfell machen? Köcher! Alter, Köcher, natürlich! Und Seil wahrscheinlich, wa? Ja. Super! Wo hast du das? Das könnte ich nämlich auch brauchen. Dreimal Hasenfell und ein Seil. Dann hast du einen Köcher. Für was? Köcher, Pfeile. Köcher. Hier gibt's jede Menge. Oh, hier wird geschrieben. What? War aber, glaube ich, weiter weg. Wenn mich das alles täuscht. Wir sind jetzt definitiv nicht hinterhergekommen. Ah, geh schon mal Richtung Katapult, nur für den Fall. So, viermal Rehfell habe ich doch schon mal wieder. Ich weiß gerade nicht, was die Couch auch braucht. Keine Ahnung. Ah, es regnet. Nice! So, jetzt brauche ich gerade die Stöcke für Pfeile, die ich eigentlich für... Ah, ja, gut. Clever erfunden, super. Sehr, sehr clever. Reicht trotzdem, sehr gut. So, wie viel passt denn hier rein in die Wundertüte? Boah, da passen 6 Holz rein in so ein Baumlager, oder wie sich die Kacke dahin nennt. Ja, ist nicht sonderlich ergiebig, glaube ich. Habe ich mir auch mehr Vorteile vorgestellt, ja. Dafür, dass man dafür Unmengen an Stöcken braucht, ne? Bin ich ein bisschen auf die Fernsehwerbung reingefallen. Ich könnte nochmal Brandpfeile brauchen. Aus. So. 30.000 Bären einverleiben. Wunderbar. Was macht ihr denn so Hübsches? Ich guck mal gerade, ob ich ein Bett auf dem Hausboot gebaut bekomme. Ich hatte es im Plan. Denk an die Bepolsterung der Couch. Ja, ich glaube, das Bett auf dem Hausboot hat, glaube ich, erstmal Priorität vor der Sitzgelegenheit. Da haben sie einen Totem vor uns direkt vor. Ey, was ein geiles mit dem Regenschirm. Alter, hab ich noch nicht gesehen. Nice. Also, die scheinen in deren Wertung gestiegen zu sein. War da meist eigentlich der Kronleuchter fertig? Ja. Der spendet aber nicht viel Licht, wa? Nee, so. Nicht so wirklich. Ah, wahrscheinlich ist die Decke auch zu hoch. Heißt, wir brauchen mehr Schädellampen. Ich kümmere mich drum. Wo finde ich denn diese Kackbetten? Irgendwo bei Dekoration, glaube ich, da irgendwo die Richtung. Sowohl im Spiel als auch in der Realität nicht für die Jagd geschaffen. Hast du das falsche Instrument? Nee, ich krieg mich ja schon nicht richtig angepirscht, ohne dass der Hase mich nicht hört. Ja, wie gesagt, mit dem Snipergewehr aus. Leute, ich finde tatsächlich das Bett nicht. Das muss doch irgendwo ja, rein. Warte. Mal da weg. Ah, ich hab's, alles gut. Betriebsmittel, was auch sonst. Wo bauen wir das Bett denn hin? Hier in die Nische.
Ich bräuchte noch ein paar Stöcke. Ah, für das Bett braucht man Hasenfelle, okay. Ach, kein Reh. Nein, kein Rehfell. Das heißt, ich kann das Rehfell für die Couch verwenden. Sehr gut. Hätten wir auch vorher einen Blick drauf werfen sollen. Wieso